Der zweite Trailer des Dragon Ball Super Broly Film steht bevor. Wir befinden uns so langsam aber sicher in der richtigen Promophase des Films. Broly wurde enthüllt, wir haben erste Designs und Hinweise, in welche Richtung der Film gehen wird. Bereits bestätigt wurde auch, dass dieser Film in der Vergangenheit und in der Gegenwart spielen wird. Also werden wir bald Zeuge von sehr viel Saiyajin-Historie. Das bringt uns auch zum Anfang der ganzen Filmpromo. Bevor das erste Design bekannt wurde, also das, wo Goku den Stab hielt, haben wir ein Interview von Akira Toriyama bekommen, dem Schöpfer von Dragon Ball, der zu dem Zeitpunkt des Interviews die Filmstory bereits fertig hatte. Das wissen wir ebenfalls durch andere Interview-Aussagen. Wie dem auch sei, Toriyama erklärte, dass der erste Super Saiyajin Yamushi war und dieser auf der Suche war nach dem Super Saiyajin Gott. Selbst der Oberälteste der Namekianer Guru hatte Kontakt mit ihm. Toriyama verriet darüber hinaus, dass Saiyajins S-Zellen besitzen, die den jeweiligen Saiyajin dazu bringen, Super Saiyajin zu werden, wenn genug angesammelt sind. Das wurde uns schon damals sehr stark gezeigt am Beispiel der Senkai Boost, die den Saiyajin immer stärker machen, wenn er den Tod entkommen kann, und biologisch kann man das auch rechtfertigen. Als Goku nämlich damals als Super Saiyajin gegen C-19 gekämpft hat, sagte Vegeta, dass Goku den Virus im Körper beschleunigt hat, da er als Super Saiyajin gekämpft hat. Die S-Zellen haben also die Viren im Körper angeregt, also ist es quasi eine gute Erklärung und Toriyama hat das dann im Nachhinein gut eingeführt. Darauf möchte ich jedoch nicht hinaus. Ich wollte nur nochmal einen Crashkurs für S-Zellen liefern. Die S-Zellen haben aber noch eine weitere Aufgabe. Die S-Zellen werden vererbt. Das ist auch der Grund dafür, warum Gohan und gerade Goten und Trunks so verdammt stark waren. Ihre S-Zellen waren von klein auf schon enorm viel, ergo sie konnten einfach Super Saiyajin werden. Damit kommen wir also zum eigentlichen Thema, Broly. Broly ist ebenfalls ein Saiyajin und deswegen hat auch er S-Zellen. Und damit kommen wir auch zum spekulativen Teil des Videos. Toriyama redete enorm viel über Yamushi. Der Film wird in Vergangenheit und Gegenwart spielen. Was also, wenn Broly ein entfernter Verwandter ist von Yamushi, dem ersten Super Saiyajin? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Yamushi der Vater ist und Broly eingefroren worden ist und von der damaligen Zeit stammte. Das würde jedoch seinen Vater Paragus ausradieren, derjenige, der im ersten Film der Vater von Broly war. Also müsste Toriyama das ändern. Er sagte zwar, dass er was ändern möchte, aber wir wissen nicht, wie viel er ändern möchte. Das ist also eine Art Wunderpunkt. Broly könnte aber auch lediglich ein entfernter Verwandter sein von Yamushi. Ich muss aber sagen, ein Plot, dass Yamushi vor dem großen Kampf gegen die bösen Saiyajins seinen Sohn Broly wegschickt, das würde schon irgendwie passen und damit hätten wir auch ein Motiv für Broly gegen Goku und Vegeta zu kämpfen. Es wäre ähnlich zu Bardock und ich muss auch sagen, es passt dazu, dass Broly, wie wir gesehen haben, am Anfang keine Kleidung anhat, weil wir sehen, dass er diesen klassischen Fetzen anhat, diesen Lumpen anhat und das spricht sehr stark für die Saiyajins, die wir halt von der damaligen Zeit kennen. So wäre es eine andere Art von Broly. Man könnte auch sagen, dass es ein klassischer Generationswechsel ist. Das Thema Wiedergeburt gibt es in Dragon Ball. Das nehmen wir zum einen jenseits, aber speziell durch Uub. Broly könnte also somit die Wiedergeburt sein von Yamushi und deswegen gibt es im Film die zwei Zeitachsen, um diesen Plot zu erklären. Ein wenig wäre das mit Goku Jr. zu vergleichen, klar. GT ist nicht kennen, gehört nicht dazu, aber nur vom Prinzip, da er ein Nachkommen ist von Son Goku, der ihm vom Aussehen und Charakter am ähnlichsten ist, auch wenn er ebenfalls anders ist, aber wenn wir wirklich mal das Ganze betrachten, am Ende des Films ist Goku Jr. sehr stark Goku ähnlich, genauso wie Vegeta Jr., der eigentlich auch eine Kopie ist von Vegeta, also könnte man hier sagen, dass Broly hier, wie gesagt, die Wiedergeburt ist von Yamushi und deswegen so tickt wie er und deswegen würde man dann Broly zeigen und Yamushi. Kale hat im Manga mit ihrer Berserkerform Golden Freezer nass gemacht und wird immer stärker. Das nächste Kapitel wird das richtige Ausmaß zeigen. Im Manga sehen wir auch, dass sie nicht nur eine Kampfbestie ist, sie ist auch vom Skill eines Martial Artists ziemlich gut. Kale ist im Manga einfach komplett anders. Das ist die Toyotaro-Version, die wahrscheinlich am nächsten an Broly rankommt, weil Toyotaro schon viel früher Bescheid wusste über den Film, da Toriyama und er sehr stark miteinander zusammenarbeiten. Kales Stärke ist monströs und die von Broly wird noch gewaltiger sein, denn der Super Saiyajin Berserker kehrt tatsächlich zurück. Der legendäre Super Saiyajin existiert in der Form nicht, also wie es damals bei Broly genannt worden ist. Es gibt lediglich die Legende des Super Saiyajin, die uns von Vegeta mitgeteilt worden ist. Also kann Broly kein legendärer Super Saiyajin sein. Aber mit der Berserkerform und mit der Verwandtschaft von Yamushi könnte er den Status eines besonderen Saiyajin wiedererlangen. Somit hätten wir nicht diese Form, sondern die Form von Kale, aber Broly würde trotzdem was Besonderes sein, wegen eben Yamushi und halt wegen der Berserkerform. Vegeta selbst sagt sogar im Turnier der Kraft zu Kales Form, ist das eventuell die Urform der Saiyajins? Diesen Satz könnte man jetzt aufgreifen und im Film neu verarbeiten. An dem Punkt muss ich sagen, ich wünsche mir extrem stark, dass Dragon Ball diese Richtung einschlägt. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich Paragus streichen und Broly zum Sohn von Yamushi machen, der damals beim Bürgerkrieg weggeschickt worden ist, vielleicht sogar auf die Erde gelandet ist und pünktlich zur Eiszeit eingefroren wurde. Das würde jedenfalls den Teaser-Trailer-Titel erklären, die Erde hat Goku, da Broly und Goku dann so aufeinandertreffen würden. Ich glaube, auch mit der Verbindung mit Yamushi hätte man die perfekte Möglichkeit, Broly so verdammt stark zu machen. Und hey, vielleicht bekommen wir tatsächlich das Traum-Match-Up Gogeta gegen Broly. Ich meine, die Videospiele haben es doch schon genug gevorstellt, also warum nicht im Film reinpacken? Aber gut, jetzt reicht es auch mal mit den ganzen Spekulativen. Was denkt ihr? Was ist eure Meinung zum Thema Yamushi und Broly? Könnten sie verwandt sein? Könnten die sogar Vater und Sohn sein? Denkt ihr, diese Idee wäre gut und brauchbar für den Film? Oder sagt ihr eher, nee, ich wünsche mir sowas nicht. Ich möchte, dass Broly ein eigenständiger Charakter ist. Aber wie gesagt, Gegenwart und Vergangenheit. Toriyama hat über Yamushi gesprochen. Vom Zeitabstand her passt es
sehr gut zusammen. Deswegen glaube ich schon, dass das eine gute Möglichkeit wäre, das Ganze so zu verpacken. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Bin damit raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen und Abo auf den Kanal. Bis dahin, haut rein!